So, die Demo, wie male ich auf den Schuh? Ich habe hier Schuhmodell, ich wähle die Oberfläche aus, gehe hier auf die Methode Draw on Face. Da kriege ich jetzt das Gitternetz angezeigt und gehe hier drauf und drücke die Enter-Taste, wenn ich Punkte markiert haben möchte. Und wenn ich halbwegs geschlossene Kurve habe, gehe ich hier auf Fertig und schließen und damit ist jetzt eine Kurve auf der Fläche drauf. Diese Kurve existiert jetzt einmal im originalen Polygonzug und als zweites hier als Spline. Vielleicht lassen wir noch mal ausrechnen. Die ist jetzt da. Das nächste, wenn ich jetzt die hierher nehme, kann ich sagen, die Kurve möchte ich von 3D auf 2D abbilden. Dann entsteht hier ein Wire dazu, Draft-Wire. Und ich kann von diesem Wire hergehen und kann sagen, den möchte ich gern wieder auf 3D zurück, also 2D auf 3D. Jetzt schalte ich mal die anderen Figuren aus. Dann sehe ich hier die Zeichenfigur im 2D. Und ich sehe hier das Ergebnis auf 3D und kann hergehen und kann diese Figur ändern in Draft. Dann ändert sich das andere mit. In dieser Form. Okay. Ich kann aber auch hergehen und kann sagen, ich gehe in Draft und erzeuge aus dem Wire hier ein Sketch. Blende den Wire aus, gehe zurück in die NURBS Workbench, nehme den Sketch und mache aus diesem Sketch ein 3D-Objekt. So, blende ich den mal aus, dann sehen wir, das ist jetzt der neue. Dieses 3D4D-Wire 02 wird von dem D-Wire abgeleitet, das andere wird von dem Sketch hier abgeleitet. Abhängigkeitsgraph können wir uns mal anschauen. Also wir sehen, alles hängt von dem Schuh ab. Es gibt ein Map-Objekt, was letzten Endes die Umrechnung der Oberflächen behandelt. Und dieses 3D für Sketch 1 hängt ab von diesem Sketch 01 und so weiter. Dieser Sketch 01 ist natürlich von der Zeichnung abhängig, aber das ist kein parametrisches Objekt. Ich zeichne einmal und dann arbeite ich danach und ich will ja nicht mehr von der ursprünglichen Skizze auf dem Schuh abhängig sein. So, jetzt habe ich dieses Objekt da und jetzt ist eben das Schöne, ich kann jetzt hier auch diesen Sketch ändern und sehe das Ergebnis auf dem Schuh. Immer sofort in Echtzeit. Und da kann man sich jetzt durch den Schuh hindurchtasten. Und ich könnte jetzt einfach mal auf dem Schuh dann auch nochmal noch was Neues drauf zeichnen, dann ist es sofort da. Wir müssen natürlich beachten, dass durch die Verzerrung aus einem Kreis hier oben ein anderes Gebilde wird. Durch entsprechende Skalierung sollte das in der Nähe des Koordinatensystems 1 zu 1 abgebildet sein und je weiter wir in die Krümmung reingehen, umso stärker wird das verzerrt. Das heißt, natürlich ist es optimal, wenn ich in Bereichen abbilde, die nah am Koordinatenursprung liegen. Na, das heißt, dort in dieser Stelle, das momentan ist der Koordinatenursprung hier vorne drauf, auf dem Spann, da habe ich eine 1 zu 1 Abbildung. Das heißt, wenn ich da jetzt senkrecht drauf schaue, ist es etwa so. So, nochmal die Methoden, die wir hier sehen. Wir haben also einmal Draw on Face, um auf die B-Spline-Fläche zu zeichnen. Wir können eine solche 3D-Kurve in eine 2D-Kurve umwandeln. Das ist dann ein Draft-Wire oder sowas ähnliches. Wir können die 2D-Kurve wieder auf 3D zurücktransformieren und zwischenzeitlich dieses 2D-Objekt kann eben ein D-Wire sein hier.
und es kann auch ein Sketch sein. Beides ist denkbar. Hier ist nochmal ein anderer Sketch. Wenn wir uns diesen anderen Sketch anschauen, dann sehen wir, der ist ziemlich komplex. So sieht er aus. Ich blende den Rest mal aus und diesen Sketch, den wir hier haben, den kann ich genauso gut auf 3D portieren und dann liegt es hier drauf. Das heißt, ich kann meine komplette Zeichnung in 2D machen und sehe die dann als ein Objekt in 3D. Ich kann aber auch mehrere Objekte nebeneinander zeichnen und das ist dann gut.